In Wabi Profi 3 können Sie Ihren Bohndrucker konfigurieren. So, Wabi Profi 3 ist auch so flexibel, damit Sie im Prinzip fast jeden Bohndrucker ansteuern können. Egal, ob er jetzt den Epson-kompatiblen Befehlssatz hat oder ob es eine Sonderansteuerung ist. Wenn dem der Fall ist, müssen Sie natürlich die Steuerungszeichen selbst eintragen. In den Systemeinstellungen oben unter Administration, Systemeinstellungen, klicken Sie in der Datei auf die Karteikarte Verkauf. Wenn hier Bohndrucker ausgewählt ist, können Sie unter Hardware Ihren installierten Bohndrucker auswählen. Wenn Ihr Bohndrucker mit einem Windows-Druckertreiber angeschlossen ist, dann wählen Sie hier Bohndrucker mit Windows-Druckertreiber und wählen anschließend Ihren installierten Bohndrucker aus der unteren Liste. Ist Ihr Bohndrucker über den seriellen Port angeschlossen, wie bei uns, wählen Sie Bohndrucker zum Beispiel an COM3, also das heißt an dem Anschluss, an dem Ihr Bohndrucker gerade hängt. Nun können Sie ganz einfach hier einen Testdruck machen, indem Sie auf den Button Test drucken. Wenn Sie mit dem Ausdruck nicht zufrieden sind oder die Schriftarten zu groß sind, können Sie über Schriftartenbohndruck Ihren Bohndrucker bzw. die Schrifteinstellungen konfigurieren. Bei Einstellungen sei nochmal hier gemerkt, hier können Sie die bedruckbare Papierbreite angeben, denn wie bei einem DIN A4 Blatt heißt es ja nicht, dass wenn das Blatt 30 cm hoch ist, dass auch der Drucker 30 cm zum Ausdruck zur Verfügung hat. Ähnlich verhält es sich auch hier bei einem Bohndrucker. Hier ist halt die zu bedruckende Papierbreite eingeschränkt. Hier können Sie experimentieren, dass Sie die Werte vielleicht höher setzen oder einfach kleiner setzen. Sollte dies keinen Erfolg bringen, dann gehen Sie hier auf Schriftartenbohndruck. Und das ist ein Standard, den wir vorschlagen. Wir sagen ganz einfach, hier es gibt eine Standardschriftart und die erste Zeile soll so sein und die zweite so und so weiter. Sie können die Zeilen, die dementsprechenden Formatierungen der gewählten Zeile einfach auswählen, indem Sie auf den Button mit den drei Pünktchen klicken. Und nun können Sie sagen, welche Schriftart Sie verwenden wollen. Hierbei sei zu bemerken, es gibt die Schriftart Font A und Font B auf einem Bohndrucker. Font A ist eine große Schriftart, Font B ist eine kleinere Schriftart. Okay? So, und hier können Sie dann dementsprechend Ihre Zeilen konfigurieren. Wir empfehlen Ihnen diese Formatierung, die hat sich in der Praxis gut bewährt und sieht auch schick aus. Sollten Sie Ihr Tagesjournal auch auf dem Bohndrucker drucken, wählen Sie Schriftart Sonstige. Und hier empfehlen wir Ihnen, den Tagesjournal auf dem Bohndrucker die Schriftart Font B zu wählen. Sollten Sie das alles nicht wollen, können Sie hier auf Einstellungen klicken. Und hier können Sie oben Umrechnungsfaktoren für Schriftarten Font A und Font B wählen. Das heißt, wenn Sie diese Werte etwas höher setzen, ja, wird die Schriftart minimal kleiner, weil sich das proportional zu der gedruckbaren Papierbreite eben dann verhält. Ich empfehle Ihnen aber hier diese Werte nur dann zu verändern, wenn Sie mit dem Einstellen hier der verschiedenen Schriftarten nicht zufrieden sind. Andere Möglichkeiten gibt es nicht, aber mit diesen Möglichkeiten können Sie Ihren Bohnen wirklich ganz, ganz toll gestalten.